Es ist fast fertig, Azrael. Eine Prise Schafskacke, ein Gramm versteinerter Fußpilz eines schwarzen Schweins und ein Stück Käse, der seit einer Woche in meiner Poporitze schimmelt. Das sollte reichen. Simsalabim, Schlümpfe! Mein heiliger Gral, das Gold am Ende meines Regenbogens, die wirksamste Zauberzutat der ganzen Welt! Nächstes Bild. Stell dir die Kraft vor, die Hunderte von ihnen haben werden. Was? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Oh, du blaues Wunder, ich habe Schlümpfe entdeckt. Hey Gargamel, du Stinkstiefel. Wir hatten vor langer Zeit mal die Schlumpfhäuser gebaut. Jetzt wird Zeit, dass wir auch Gargamel sein Häuschen bekommt. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's. Für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen Türkisenzemente raus. Ein paar Steinziegelblöcke, davon Treppen wie Stufen sind dabei. Dann holen wir uns ein paar Heubein raus, ein paar Würstufen, davon nochmal die Treppen und ein bisschen Baustein. Auch wieder Treppen und Blöcke einmal. Für den Start geht's erstmal in den Grundriss. Das heißt, wir nehmen unseren Türkisenzement und teilen unsere Gargamel-Hütte ein bisschen auf. In drei Parts. Wir fangen erstmal hier mit der linken Seite an. Da setzen wir uns erstmal eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke erstmal gerade hin. Und dann gehen wir noch nach hinten und erweitern das noch um 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Also haben wir an der Seite 6 Blöcke und vorne 10 Blöcke. So, Rückseite können wir natürlich hier einmal auch noch lang ziehen. Und da wollen wir uns das gleich noch auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcken uns setzen. Sobald wir das denn hier hochgesetzt haben, fliegen wir noch einmal hier auf unsere 6er Seite, können hier auch immer drauf eine 4er Reihe setzen und nochmal eine 2er Reihe. Sobald wir das geschafft haben, schnappen wir mal unsere Heuballen und können hier drauf schon mal unser Dach platzieren. Das machen wir einfach wie eine Pyramide hier einfach mal rauf. Und ich würde sagen, das erweitern wir nicht, als wir, sag ich mal, unser Bauwerk hier haben. Also einfach glatt einmal dran platzieren und immer schön darauf achten, dass die Heuballen auch alle immer in eine Richtung zeigen. Sobald wir das dann geschafft haben mit unserem Dach, wollen wir jetzt uns ranmachen an unseren nächsten Komplex. Und zwar den schönen großen Turm, den wir haben. Wir nehmen wieder mal unsere türkisen Zementblöcke und setzen hier dran, einfach an unser Bauwerk. Klar dran. Also eins. Naja, obwohl, das ist irgendwie doof erklärt. Warte mal, wir machen es mal anders. Also wir setzen einen ran, dann lassen wir uns mal 4 Blöcke Platz und setzen uns wieder einen hin. So, jetzt können wir einmal nach hinten gehen. Da würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt hier so ein Zweier setzen, 2 Blöcke freilassen und wieder so ein Zweier hin. Das hat dann später noch so eine Rolle damit zu tun, wenn wir uns natürlich das nur einrichten. Ne, dann kann man gleich hier so 2 Blöcke sich Platz lassen. So, dann haben wir an sich jetzt hier unser Feld von was für einen Maß 6x6, was wir hier haben. Also einfach ein Viereck hier ansetzen, 6x6. Und wir können ruhig hier an den Seiten, sag ich mal, hier so einen Zweier machen. Ne, dann passt das auch gleich. So, und den wollen wir uns jetzt hochsetzen auf insgesamt 12 Blöcke. So, einen haben wir schon, den zählen wir mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 Blöcke und dann können wir das Ganze einmal hochsetzen. Na, so wollen wir es noch nicht lassen. Wir haben natürlich noch ein paar Lücken, die wollen wir zumachen. Ich würde mal sagen, jetzt hier unsere mittleren Dinger, dass wir unten einfach mal so um die 4 Blöcke Platz lassen. Und dann können wir das hier einmal hochziehen. Natürlich auch hier bei der anderen Seite einfach so ungefähr so 4 Blöcke, würde ich euch sagen, macht ihr hier unten oder lasst ihr euch Platz und könnt das dann nach oben ziehen. Ja, dann bleibt nur noch die Vorderseite. Da würde ich sagen, machen wir gleich schon mal den Bogen rein für unsere Tür. Dann nehmen wir mal unsere Steinziegelblöcke und können hier einfach mal so ein Dreier von der Fläche schon mal hier so lang ziehen. Ja, können wir an der anderen Seite auch mal machen. So, die 3 Blöcke hier setzen wir auch auf eine Dreierhöhe. Machen wir auf beiden Seiten und dann wollen wir hier oben drauf auch schon was machen. So, das machen wir aber eigentlich nur auf der äußersten Vorderseite und Innenseite, dass wir hier einfach mal zwei Treppen uns hier platzieren. Daran können wir dann auch nochmal 2 umgedrehte Treppen uns hier einmal machen. Können wir auch auf der anderen Seite machen. So, wunderbar. Und ich würde sagen, darauf machen wir einfach nochmal ein paar Stufen. Super. Die Mitte müssen wir nicht unbedingt so ausfüllen, da wir, sag ich mal, hier noch die Tür reinsetzen. Später, das sieht man hier nicht. Das heißt, hier können wir dann einfach unsere Zementblöcke uns einmal platzieren und können das dann natürlich auch hier einmal zuziehen. Ich würde sagen, die Zementblöcke platzieren wir da, wo denn hier unsere Stufen sind und ziehen die einmal bis nach oben. Super, super. So, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Und zwar bauen wir jetzt natürlich noch den Garten von Gargamel, was, sag ich mal, hier so ein bisschen eingestürzt ist. Das heißt, wir nehmen jetzt mal wieder unsere Zementblöcke und setzen jetzt hier einfach ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 Blöcke ran und dann gehen wir wieder nach hinten. Das Maß ist dann wieder 6. Hier wollen wir aber gleich was offen lassen. Ich würde sagen, wir gehen dann nur so, weiter das hier mal um 2 nach hinten, 2 Blöcke freilassen und wieder ein. Und dann solltet ihr perfekt hier wieder anstoßen und können das hier auch wieder einmal zuziehen. Also, was haben wir gesagt? Muss ich selber nochmal gucken, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Ja doch. 8 Blöcke, sag ich mal, auf Vorder- und Rückseite und an der Seite bleibt es halt bei 6.
So, das wollen wir nicht gerade wirklich ja weiter nach oben. Wir können mal unsere steinzige Stufen nehmen. Lassen wir einen Block frei und dann setzen wir immer hier unsere Stufen einmal hin. Und ihr seht denn hier perfekt geht das Ganze auf. Wunderbar, hier haben wir überall einen Block frei. So, bei Gargamel ist das Ganze ja hier ein bisschen eingestürzt. Das heißt, wir wollen es auch mal, dass es natürlich eingestürzt ist, nehmen wir unsere Zementblöcke und ziehen uns jetzt hier so eine Wand. Du kannst die Wand jetzt so hoch machen, wie du möchtest. Du kannst den kleinen Durchgang lassen oder auch nicht. Das kannst du dir überlassen. Mach es so, wie du denkst. Ich würde sagen, ich möchte mir das schon so machen, dass es ein bisschen eingestürzt ist. So einfach hier, zack, wie ich mir denke, mache ich mir das. Darauf setze ich mir dann einfach nochmal ein paar Steinstufen. Einfach hier so, zack. So wie ich denke, okay, das ist hier so ein bisschen eingestürzt. Da kannst du, sag ich mal, jede Variation machen, wie du möchtest, wie das halt sein soll. Das kannst du natürlich auch noch hier unten einmal machen, dass du sagst, hey, hier unten hätte ich das auch gern, dass hier irgendwie das paar Brocken sind hier runtergefallen. Und dann setzt du hier einfach auch noch so ein paar Stufen hin. Kannst du mehr machen, kannst du wenig machen. Ja, wie du möchtest. Na, da, ups, vielleicht nicht unbedingt im Block. So einfach. Und dann reicht das eigentlich völlig aus. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt wollen wir weitermachen und unseren Schornstein basteln. Wir nehmen wieder unseren Zement einmal zur Hand. Fliegen mal hier zu unserem Dach, wo wir angefangen haben. Lassen wir unten hier so zwei Blöcke Platz. Ab der dritten Ebene hier geht's los. Gleich hier oben, zack, schlagen wir uns mal so einen Viererbereich mal rein. Und die machen wir jetzt einfach mal auf 5 Blöcke hoch. Können wir mal hier gucken. Ah, jetzt haben wir hier 4 und 5. So, auf 5 Blöcke hoch. Und dann können wir das Ganze hier auch auf eine Viererdicke machen. Einfach so, zack, zack, zack. So, dass wir uns hier so einen kleinen Schornstein basteln. Ganz oben drauf nehmen wir mal unsere Württreppen und können die mal hier umgedreht einmal so platzieren, dass sie sich hier überall einmal schön anecken. Und dann haben wir unseren Schornstein auch schon so gut wie fertig. So, jetzt geht es gleich noch an, dass wir unsere Fenster mal reinhauen. Wir nehmen mal unsere Würstufen. Ich würde mal sagen, richten wir uns so ein bisschen von unserer Tür hier. Und dann lassen wir so um die 3 Blöcke Platz. Und dann schlagen wir uns 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Na, vielleicht nicht unbedingt 4, sondern machen wir mal das Fenster auf eine 3x2 Breite. So, da können wir dann unsere Stufen einmal unten wie oben hier platzieren. Und fertig haben wir das Fenster. So, jetzt wollen wir noch welche hier oben uns einmal platzieren. Wir lassen jetzt oben einfach nur eine Blockreihe Platz und dann schlagen wir uns das hier auf ein 3x2 Fenster einfach mal. Andere Seite können wir das synchron dann auch nochmal machen. Hier platzieren wir dann oben einmal unsere Treppen und unten wieder einfach die Stufen hin. So, das machen wir natürlich hier wie immer auf beiden Seiten. Und sobald wir dann hier unsere Fenster fertig haben, geht's dran, dass wir jetzt noch das Dach machen. Da nehmen wir jetzt einfach mal unsere Bruchsteintreppen und Blöcke und fangen jetzt so an, dass wir jetzt hier erstmal uns eine Treppenreihe einmal so überstehen lassen zu jeder Seite. Dabei achten wir jetzt aber mal drauf, dass wir jetzt die Treppen nicht so anecken lassen hier an den Ecken. Die lassen wir einfach so frei und ziehen uns die hier einmal so rum. So, sobald wir das hier einmal geschafft haben, wollen wir jetzt darauf die nächste Reihe machen. Da setzen wir jetzt einfach mal eine Blockreihe einmal komplett hier so lang. Und ich glaube, du weißt jetzt, wie es weitergeht. Genau, darauf setzen wir jetzt wieder einfach eine Treppenreihe. Und dieses Maß machen wir jetzt eigentlich immer wieder. Das heißt, jetzt nehmen wir wieder unseren Block, also eine Blockreihe. Und dann geht es schon wieder mit den Treppen ran, dass wir die wieder einmal drauf platzieren. Und dann wieder einfach hier eine Blockreihe und wieder einmal die Treppenreihe rauf. Aber diesmal machen wir die so, dass sie sich anecken. So können wir das Dach natürlich noch nicht lassen. Sieht noch ein bisschen doof aus. Von daher nehmen wir jetzt mal unsere Steinziegelblöcke und Treppen. Und dann gehst du einfach hin und sagst hier, ich hätte jetzt gerne hier ein paar Steintreppen. Oh, mach ich mir hier oben auch einfach mal hin. Zack, zack, zack. Tausche dir alles so ein bisschen aus. Blöcke auch. Da machst du jetzt einfach so kundgemixt so ein bisschen, dass das Dach, sag ich mal, willkürlich hier so ein bisschen ein paar Ziegel von da hat, ein paar Ziegel da. Und dann bastelst du hier einfach mal so ein bisschen rum. So, ein bisschen rumgepobelt und schon sieht das Ganze so am Ende aus, wenn du das einfach bunt mixt. Du kannst dann immer noch im Nachhinein dir sagen, hier will ich auch noch gern was. Naja, da kann man sich ein bisschen austoben mit. So, Runde 2. Jetzt wieder neue Blöcke. Und da würde ich mal sagen, holen wir uns jetzt mal ein paar Spinnnetze raus. Ein paar steinzige Mauern, denn ein bisschen Holz ist gefragt. Ein paar abgezogene Fichtenholzstämme. Am besten immer die ohne Rinde natürlich. Dann holen wir uns noch ein paar Schwarzeichenstufen raus. Der Zaun ist dabei, die Tür davon. Treppen wie Blöcke sind auch mit dabei. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an, dass wir uns die Tür reinbasteln. Das heißt, wir fliegen hier mal rein, nehmen mal unsere Holzblöcke und dann können wir, ja, würde ich sagen, reicht eigentlich auch schon, wenn wir die oberste Reihe am Block machen. Dann machen wir mal umgedrehte Treppen, so dass sie nach innen gehen und dann setzen wir draußen einfach unsere Türen ran. Und guck mal, von draußen ist die Tür schon glatt und wenn wir reingehen, seht ihr das, haben wir hier so, zack, dass, sage ich mal, die Türen ja eh auf der einen Seite sind und mit den Treppen sieht das einfach super aus. Also das passt einfach. So, jetzt wollen wir natürlich, bevor wir jetzt innen drin das einrichten, natürlich noch draußen alles schickere machen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, würde ich mal sagen, Spinnnetze am besten, ne, dass die erstmal weg sind. Die kannst du jetzt einfach nehmen hier auf deinen Schornstein, dass du die alle einfach platzierst. Wo natürlich die hinwehen, kannst du ganz allein dir jetzt ausdenken, in welche Richtung dein Wind ist. Passt dir das einfach zu deiner Welt an. Wenn du schon irgendwie eine Windrichtung, die bestimmt hast, dann macht da auch, dass der Rauch dahin geht. Ja, das reicht schon völlig aus. Ja, so kann man sich den Rauch so ein bisschen machen. Gut.
Ja, als nächstes wollen wir jetzt das ganze Mauerwerk bearbeiten. Nimm dir mal deine Steinziegelmauern und jetzt fliegst du ja einfach überall hin und tausch dir so ein paar Blöcke aus. Einfach hier durch die Mauern einfach so ein bisschen austauschen. Wenn du jetzt, sag ich mal, hier unten was austauschst, kannst du noch gerne dir irgendwie Gräser oder hast nicht gesehen nehmen und dann tauschst du das einfach nochmal aus damit. Ah, vielleicht nicht das hier. So, und dann tauschst du das einfach nochmal aus. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Ein bisschen rumpopeln, überall, sag ich mal, hier machst du jetzt zack, ein paar Mauern hin. Aber jetzt nicht nur hier, auch im Turm. Nicht unbedingt jetzt hier bei der kleinen Mauer musst du es machen. Aber hier so zack, kann man überall sich hier noch so ein bisschen was davon machen. Da fällt mir gerade mal auf, wenn wir uns, sag ich mal, hier über die Mauern hin machen, können wir auch, sag ich mal, hier oben an der letzten Blockschicht das machen. Und dann setzt du da einfach nochmal eine weitere Betonreihe auf, ne, dass wir da oben, sag ich mal, diese Löcher nicht haben. So, und dann habe ich eigentlich auch schon so gut wie hier das ganze Haus mit den Mauern so ein bisschen verkleidet. Vielleicht nicht unbedingt hier, weil, guck mal, das ist auch so ein bisschen angeeckt. Muss man aber vielleicht so ein bisschen rumpopeln, wie man sich das halt machen möchte. Natürlich auch der Schornstein ist mit bei, dass wir hier auch nochmal zack so ein bisschen was machen. Und da seht ihr, müssten wir hier dann auch so ein bisschen alles noch anpassen, dass wir dann hier zack zack das natürlich so machen, dass sich das hier nicht alles, ja sag ich mal, so frei rumfliegt. So, super, dann habe ich das jetzt auch schon fertig mit den Mauern überall mir das einmal so ein bisschen gemacht. Jetzt geht es daran, dass wir nochmal wieder ein bisschen Holz verbauen. Wir fangen am besten hier bei unserem Turm an, unter den Fenstern, fliegen da mal mit unseren Stämmen einfach mal hin und setzen die immer so im Wechsel, dass wir immer einen Block freilassen und setzen uns hier wieder einen hin. Und immer wieder einen Block freilassen. Das machen wir einmal komplett hier ringsrum bei unserer ganzen Hütte. So, und sobald wir es einmal ringsrum haben, nehmen wir gleich mal unsere Stufen und können die dazwischen einmal oben noch platzieren. So, da seht ihr, hier müsst ihr vielleicht noch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen runtergehen, dass ich mir das hier nicht doch zu doll mache. Man kann sich das ja immer noch so ein bisschen bearbeiten, das ist ja nicht so das Problem. So, Stufen wieder hin und einmal ringsrum ziehen. Sobald wir es geschafft haben, machen wir das nochmal eine Etage weiter höher. Und zwar hier einmal unter unserem Dach. Dabei nehme ich dich jetzt einmal nicht unbedingt mit die Stämme hinmachen. Obwohl man es natürlich auch mit den Stämmen machen kann. Aber ich finde es ein bisschen zu heftig. Hier haben wir Stämme, hier auch gleich. Möchte ich nicht. Von daher nehme ich diesmal ein bisschen Zaun. Und setze mir genau das gleiche Maß, was wir gerade eben hatten. Aber halt jetzt einfach nur mit meinem Zaun hier einmal so lang. Und das heißt natürlich, dass wir dazwischen dann einfach unsere Stufen nochmal platzieren. Super, sobald wir das denn geschafft haben, würde ich mal sagen, können wir das Blockmaterial wegtun und gehen mal jetzt hier zu unserem kleinen Hof, den wir hier haben. Und hier möchte ich mir gerne noch einen Baum einfach mal hinsetzen. Und ich würde mal sagen, den Baum, dafür brauchen wir gar nicht so viel. Eigentlich nur Akazienholzblöcke, am besten die, wo ihr keine Jahresringe habt, sondern einfach nur die ganz normale Rinde. Dann holen wir uns noch ein paar Steinstufen raus, Eisengitter sind dann mit bei. Und Fichtnadeln kann man sich auch schon mal gerne rausholen. Also wir machen uns einfach mal jetzt 4 Stämme mal hin. So, hier vorne dran mache ich mir einfach mal so einen Dreier ran, der einfach so angehängt ist. Hier vorne dann einfach mal so ein Stämmchen nach vorne, hier nochmal einen nach vorne. Und hier oben drauf mache ich mir so wie 2 Mickey-Ohren, Mickey-Maus-Ohren, einfach mal hier oben hin. So in etwa. Dann würde ich mal sagen, dass ich mir einfach mal hier zwischen, so schräg davon, einfach mal hier so ein bisschen in die Klammer nehme. Auf der Rückseite mache ich mir einfach nochmal so einen Winkel einfach hin, der hier, sag ich mal, so schräg ist. So, und dann würde ich noch einen nach vorne machen. Oder einen so nach oben. Ja, das kann man auch machen. Und noch einen hier. So, dann habe ich jetzt genau den gleichen, wie ich da drüben hatte. Weil irgendwie gefällt mir das Maß. Da dachte ich mir, ey, komm, machen wir doch den noch. So, jetzt kannst du auch wieder hingehen. Einfach hier mit ein paar Steinstufen und dir die hier einfach noch überall so ein bisschen platzieren, wo du meinst, wo du einfach noch ein paar Stufen davon gerne dir platzieren möchtest. So, und dann machst du noch ein paar Eisengitter drauf, weil ich das ganz cool finde. Wenn er, sag ich mal, so ein paar Äste hat, die natürlich ein bisschen spitzer sind, die wir uns hier einmal so lang machen können. Und dann hat man sich den Baum hier auch gebastelt. So, beim Baum wird es ja nicht bleiben. Der ist natürlich ein bisschen kahl. Das soll ja auch so sein bei Gargamel. Was man auch machen kann, ist sich natürlich ein paar Eichenblätter nehmen und dann hier hinten einfach noch, wie man lustig ist, sich noch ein paar davon platziert. Damit die Rückseite, sag ich mal, nicht doch zu kahl ist, kann man sich natürlich auch noch ein paar Gräser platzieren oder auch noch verschiedene Grasarten, zum Beispiel Mützel oder Potzoll. Ne? Das kann man sich auch noch gerne platzieren, wenn man möchte. Man kann natürlich auch noch gerne andere Blätterarten nehmen, wenn man möchte, um sich das hier hinten zu verkleiden. Na, vielleicht machen wir hier gerade wieder zu viel, sollte ich nicht machen. So, in Maßen soll man es ja machen. Ne, man soll ja nicht immer übertreiben. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Hütte von Gargamel einrichten. Ist nicht immer ein Muss. Man kann sich natürlich auch gerne verkleiden, wenn man möchte. Aber ich finde, wenn man sich sie einrichten kann, warum sollte man es nicht tun? So, die ist auch relativ simpel einzurichten. Und zwar nehmen wir einfach mal ein bisschen Fichtenholztreppen und schwarze Eichenholztreppen. Die hatten wir ja schon. Und zwar wollen wir jetzt hier erstmal roh einfach hier an die Decke unsere Eichenholztreppen uns einmal hier platzieren gleich und dann Dach setzen wir uns die hier einmal lang. Das kann man immer gerne einmal machen. Und soweit wir die uns hier einmal platziert haben, würde ich sagen, lassen wir mal 2 Blöcke Platz und setzen uns dann hier einfach nochmal davon die schwarze
oder Schwarzeichentreppen einmal hin, so dass das einfach hier so ein paar Träger davon sind. Und fertig haben wir hier schon dieses Dach. So, wir können natürlich auch hier noch ein bisschen Bearbeitung machen. Und zwar nehmen wir mal unsere Steinstufen, können natürlich uns hier einmal die Träger noch mal ein bisschen abstützen. Einfach so, damit das ein bisschen hält. Man kann natürlich auch noch ein bisschen Deko machen. Zum Beispiel, hier ist das ja eingestürzt. Das heißt, du könntest dir hier auch vielleicht noch ein paar Blöcke hinmachen. Ein paar Stufen, die, sag ich mal, hier so sind. Ja, dass es aussieht, als ob das hier auch wirklich eingestürzt ist, ne? So, jetzt wollen wir natürlich noch nach oben kommen. Da würde ich sagen, machen wir erstmal den Boden rein. Nehmt euch mal einfach eure Fichtenstufen, setzt euch unter eurem Fenster gleich eine Stufe hin. Darunter macht ihr nochmal zwei weitere Block rein und könnt euch hier so den ganzen Bereich einmal ausfüllen. So, sobald wir natürlich hier den Boden einmal drin haben, empfehle ich dir jetzt irgendwo, jetzt wo du möchtest, dir noch gerne den Weg nach unten Ballast. So, du kannst jetzt zwei Varianten machen. Entweder du benutzt jetzt einfach deine Fichtenblöcke, um dir, sag ich mal, hier jetzt die Leiter zu platzieren, um nach oben zu kommen, was natürlich geht, aber nicht unbedingt jetzt jedem gefällt. Von daher empfehle ich jetzt einfach mal, dass wir uns Barriereblöcke nehmen und ja einfach so eine hängende Leiter uns einmal bastelt, was ich eigentlich viel cooler finde. Ne, und so kommt man dann auch viel simpler nach oben. Und wenn man oben ist, machen wir noch einen Deckel drauf und fertig ist das. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch die Decke machen. Und da würde ich sagen, holen wir uns noch ein paar Bruchsteinblöcke raus. Denn die schwarzen Eichenholztreppen sind dabei und davon nochmal die Stufen. So, ran geht's. Das wird einfach hier an der letzten Betonschicht, bevor es jetzt zum Dach geht, einfach mal an den Seiten unsere Treppen und Stufen uns hier einmal so lang ziehen. Das sind natürlich die Träger, die das Dach hier natürlich ein bisschen mehr halten. Und hier zwischen setzen wir einfach mal unsere Blöcke hin. So, ich würde auch den Bruchstein einfach mal nehmen, passend zum Dach. Ja, und fertig haben wir das Ganze. Jetzt musst du natürlich nur noch eine Sache machen und es dir natürlich nur noch einrichten. Zum Beispiel kann man sich so einrichten, dass man hier, sage ich mal, Gargamel hat, ne, der hier natürlich seine Tränke braut. Die Käfige für die Schlümpfe hängen natürlich hier von der Decke, wie man es natürlich in den Filmen und in den Serien kennt. Vielleicht braut er hier auch wieder irgendwelche Zaubertränke, ohne dass das Haus da in die Luft fliegt. Ja, selbst wenn man nach oben geht, in, sag ich mal, hier bei unserem Dach, kann man auch noch ein bisschen Deko bauen. Zum Beispiel ein paar Truhen rein, Fässer rein, wie man möchte. Und das ist dann schon Gargamel. Nun kann er natürlich sein Unwesen treiben und die Schlümpfe versuchen wieder einmal zu fangen. Aber ich glaube, Papa Schlumpf und die Schlümpfe sind cleverer als er. Nun steht die Hütte von Gargamel. Er kann einziehen, seine Pläne aushacken, wie er natürlich wieder sich versucht, ein paar Schlümpfe zu fangen. Aber wir wissen es ja, die Schlümpfe sind immer cleverer als er. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Oh, 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 oh